Jo, hallihallo Freunde und damit herzlich willkommen zu einer ganz frischen Folge Subsistence. Ja, wir machen uns auf den Weg. Ich habe jetzt noch kein Dietrich gemacht, weil die Masse einfach nicht reicht und ich wollte jetzt auch nicht irgendwas in den Verwerter donnern, ne? Wir gucken erstmal das Valuten und bauen uns, wenn alles passt, am Ende der Folge die Werkbank. Das ist erstmal so der grobe Plan. Und ich denke, damit sind wir erstmal ganz gut dabei. Wir nehmen jede Menge Holz mit, damit wir uns natürlich Sticks machen können für Masse. Und vielleicht haben wir dann so viel, dass wir uns noch auf 75 Masse hocharbeiten können und dann auch einen Dietrich machen zur nächsten Folge. Aber in dieser Folge werden wir an den Lockpickkisten vorbeigehen. Ich habe mir neue Flaschen gemacht. Das habt ihr wahrscheinlich im Vorspann gesehen. Denn wir sind ja im Juni mittlerweile. Und wir brauchen ja, wenn dann Hochsommer ist, wenn die Sonne richtig scheint und brennt, dann brauchen wir ja, oder verbrauchen wir ja jede Menge Flüssigkeit, dass wir dafür schon mal ein bisschen vorgesorgt haben. Und natürlich ist es auch gut, wenn ich mal wieder Wasser vergesse mitzunehmen, ne? Dann haben wir auch ein bisschen Ersatz da. Ich werde natürlich nicht ständig alle Flaschen mitschleppen, aber wir schaffen uns ein bisschen Ersatz. Ich will mir gerne den Wolf holen. Sehr gut. Das klappt schon mal. So, der gönnt uns auch wieder eine Leber. Zweimal Fett. Den Generator habe ich auch noch mal voll gemacht und angelassen. Den Bären, den lassen wir lieber in Ruhe. Obwohl wir da auch kein sehr großes Problem mehr damit haben werden. Na komm, wir gehen mal unten am Strand lang. Da füllen wir uns gleich unsere Flaschen auf. Dann können wir das nicht mehr vergessen. Bleib da, wo du bist, Dicker. Da hinten steht ein Jäger. Der wird uns hier nicht sehen. Hoffe ich. Das Beet war noch voll gewesen mit Wasser. Asche hat ein klein bisschen was gefehlt. Darum können wir uns dann am Ende der Folge kümmern auch. Und da ist unser nächstes Täschchen, was wir looten können. Und wir sollten natürlich heute auch nicht so lange warten mit der Leber, ne? Hühnchen nehmen wir auch mit, vor allen Dingen wegen Federn. Dann kommt als nächstes die Werkbank dran, wie gesagt, und dann schauen wir, dass wir auch noch ein weiteres Beet bekommen. Das hatte ich ja auch schon erwähnt, und wir werden uns mal die Pfoten waschen, wenn wir einmal im Wasser sind. Genau. Ich dachte ja immer, wenn wir lange blutige Pfoten haben, dass wir uns dann auch eine Desinfektion zuziehen können. Da wurde ich aber eines Besseren belehrt. Das ist nicht der Fall, aber wenn wir am Wasser sind, können wir uns ja trotzdem die Hände waschen, ne? Ist ja kein Hexenwerk. Oh, der ging daneben. Das gefällt mir schon wieder nicht.
Hier ist er. Wenigstens ist er nicht verloren. Alter. Naja gut, weiternehmen war es nicht, ne? Und jetzt ist er auch kaputt. Wie viel haben wir noch? 7 Stück. Ja, komm her, Hühnchen, komm. Jetzt haben wir es erwischt. Ich dachte auch schon wieder, der geht daneben, weil ich zum Schluss leicht nach links gezogen habe. Aber der hat noch gesessen. Da können wir uns dann bei Bedarf erstmal auch Schrotpatronen machen. Ne? Wir haben ja ein bisschen was an Stuff dafür, dass wir uns Patronen machen können. Aber ein paar haben wir ja auch noch in der Kiste. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das funktioniert mit den Wölfen. Da gibt es kein großes Risiko mehr. Klappt mittlerweile besser als auf Kleintiere zu gehen. Aber die haben ja schließlich auch mehr Angriffsfläche. Ne? Da ist eine Lockpick-Kiste. Ich überlege, wenn wir die Tasche genommen haben, werden wir uns auf dem Weg zurück zur Base machen. Nehmen uns noch ein bisschen Holz mit. Und dann gehen wir nochmal hier zurück, wa? Sollte eigentlich funktionieren. Wie ich mir das vorstelle. Ah, jetzt hat der Wolf uns im Visier, aber da können wir gleich ein bisschen schneller laufen, ne? Schnell wieder abgelassen. Sehr schlau von dem Wolf, würde ich sagen. Ja, kommt der her? Nee, der zieht wieder ab. Nee, der will uns vernaschen, ne? Nein! Boah! Das hat ja mal gar nicht so gut funktioniert. Gut, das erste Heal Pack kommt zum Einsatz. Alles gut. Ja, der ist ein bisschen komisch gerannt, ne? Und dann habe ich mich verwirren lassen. Aber alles gut, alles gut. Oh Mann, shit. Ja, wir haben ja ein Gegenmittel da, ne? Dann
müssen wir sehen, dass wir in der nächsten Zeit wieder an Seegras kommen. Ah, der hat uns eine Infektion gebracht, der Wolf. Na gut, wir gehen mal nach Hause. Legen wir gleich die Leber in den Kühlschrank. Vorsichtig, hier ist der Bär irgendwo, ne? Ja, der steht da vorne. Ja, komm, wir gehen außen rum. Ich will nicht noch eine zweite Infektion haben. Lol. Ja gut. Im Moment können wir es auf die relativ leichte Schulter nehmen, weil wir ein Gegenmittel da haben, ne? Und wir haben genug Leber, ein Heilmittel zu machen. Ist ja auch kein Hexenwerk. Sollte bloß trotzdem nicht zu oft passieren. Der Wolf war echt schlau, der hat es geschafft, mich zu verwirren, ne? So, Leber ist gut im Kühlschrank. Das Fett können wir in den Ofen machen. Die Heidelbeeren können wir auch futtern, egal ob wir blutige Pfoten haben. Und die Hühner werden wir schlachten. Und legen das auch erstmal in den Kühlschrank hier. So. Gut, 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 gut. Eine Schrotpatrone haben wir dabei. So, das hauen wir uns gleich hier rein und da können wir auch gleich noch ein bisschen Holz reinmachen. Aus dem Rest machen wir als erstmal Sticks. Generator läuft noch. Dann könnten wir uns noch einen Dietrich machen. Da brauche ich aber Bretter. Ja, warte mal, wie viel? 1, 2, glaube ich, ne? Und ja, die Eisensplitter. So. Gut. Dann gehen wir nochmal zurück zum Lockpick-Loot und wir machen gleich mal 3 Flaschen hier rein. Sind die fertig, wenn wir zurückkommen? So, komm. Und wir nehmen uns das Gegenmittel, ne? So, wo haben wir das denn? Hier ist es. Sehr gut. Infektion wieder weg. Und die Sonne scheint wieder. Wir müssen uns mal fix hier das Kupfer holen. Zurück zur Lockpick-Kiste und holen uns unser Überraschungsei. Ah ja, na gut. Gut, dass wir ein Gegenmittel da hatten, ne? Konnten wir gleich entgegenwirken. Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt suchen wir nicht nach Seegras. Das hat ein bisschen Zeit, also vielleicht in der nächsten Folge, wenn wir bei Zeiten loskommen. Und ja, ein bisschen Holz will ich natürlich auch noch gerne mitnehmen. Und dann holen wir uns jetzt die Lockpick-Kiste. Ich hoffe, die ist in der Zeit nicht weggespawnt. Wir waschen uns mal die Pfoten. Ich dachte, hier liegt ein Pfeil, aber das waren bloß... Hier, guck mal! Das nächste Bienennest, Leute. Nice! Da machen wir uns aber erstmal wieder ein Insektenschutzkit. Nice! Wir haben echt die Stelle hier. Ne? Das ist echt der Hammer.
Die sollen ja Seiten. Die sollen ja selten sein, die Binester, aber hier in dem Gebiet wahrscheinlich nicht so. Oder wir haben einfach Glück. So, wo war denn die Kiste jetzt? Hinter dem Felsen, glaube ich, ne? Hier. Oder war die weiter vorne? Habe ich. Ne, da hinten ist sie beim Bären. Ah, vielleicht müssen wir ein Stück weglocken. Ja, da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Na komm, Großer. Kommt er? Oder ist er zu faul? Kommt nicht. Der ist zu faul, Mr. Petz. Wieder nicht. Ja, da können wir jetzt wahrscheinlich zur Tasche ran. Zur Tasche, sage ich schon. Funktioniert das? Ist da oben etwa noch eine Lockpickkiste? Nee, das ist Erde. Aber das müsste gehen, ne? Naja. Biokraftstoff ist ja gut, Waffenteile sind auch gut. Aber ich hätte mir Eisenbahn gewünscht. Gut, vielleicht das nächste Mal, ne? Vielleicht das nächste Mal. So, ein bisschen Fell kann auch nicht schaden. So, dann holen wir uns noch ein bisschen Holz jetzt, ne? Vorrangig. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Loot dabei. Aber wenn wir die Werkbank haben, können wir uns ja selber Eisenbahn machen, ne? Und für die Werkbank brauchen wir ja keine. Für die Werkbank brauchen wir auch nicht so viel Strom wie für den Kühlschrank. Für die Werkbank brauchen wir nur 750. Aber natürlich ein bisschen Masse auch. Auf jeden Fall über 100. Dann die Werkbank haben, dann ist der nächste Meilenstein auch wieder geschafft. Dass wir uns eben Sachen wie Eisenbahnen produzieren können, unsere Waffen reparieren und aufrüsten und so weiter und so fort.
Aber freut mich, dass wir wieder einen Bienennest haben. Ne? Da können wir uns dann den nächsten Honig holen. Und ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass der Honig sich ohne Kühlschrank lange hält, aber im Kühlschrank länger. Da muss ich mich auch berichtigen. Der Honig hält generell ohne Kühlschrank. Ne? Also den kann man sich, wenn man das möchte, einfach in die Kiste legen. Aber solange wie man Platz im Kühlschrank hat, kann man den natürlich auch dort lagern einfach. Ne? Also wenn man keinen Kühlschrank hat, kann man sich natürlich auch den Honig holen. Der hält sich dann. Und soll ja am besten sein für, wenn ich richtig liege, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für Schweinebraten mit Honigkruste oder so, was man sich dann auf dem Herd oder im Herd machen kann mit Bratpfanne oder weiß ich hier, was es da noch alles gibt. Und ja, so sieht das aus. Auf irgendeinem Stein hatte ich auch eine Tasche gesehen. Ne? Und Kupfer. Wo waren das? Aber es wird doch langsam, glaube ich, Abend. Ja. Das war dort gewesen. Ja, das schaffen wir nochmal, da fix dorthin zu gehen. Da holen wir uns die Tasche noch und das Kupfer, wenn es noch da ist. Im Moment sehe ich es gerade nicht. Da ist es. Ja, an Kraftstoff mangelt es erstmal nicht, ne? Mehr kann es natürlich immer sein, aber da haben wir erstmal einen kleinen Vorrat. Klein doppelt unterstrichen und in Anführungszeichen. Also wirklich klein. Mini oder ja, Mini kann man auch sagen, ne? Mini-Vorrat. Wenn wir die Werkbank haben, dann müssen wir dann auch mal gucken, was eine Solaranlage kostet. Ich glaube, die ist recht teuer. Shit. Heil ist noch da, alles gut. So, wir gehen dann jetzt in Richtung Heim und gucken, wie weit wir mit unserer Werkbank kommen. Ein bisschen Holz können wir noch mitnehmen, ne? Wenn wir einmal hier am Dicken vorbeilaufen. Den hatten wir ja, glaube ich, heute noch nicht, oder? Nein. Ich denke mal, die Masse werden wir auch zusammenkriegen. Was ist mit dem Bären jetzt? Den Hasen lasse ich jetzt in Ruhe. Das wird im Dunkeln nischt. Der Bär scheint weg zu sein. Ne? Ist hier Altmetall? Nee, das hat getäuscht. Das war nur ein Schatten. Bisschen Holz, ne? Nehmen wir uns auf jeden Fall noch mit hier.
gleich mal ein paar Sticks ansetzen. Den nehmen wir auch noch mit. So, dann geht's ab in die Bude und dann gucken wir mal nach der Werkbank. Bio-Kraftstoff, den wir haben, können wir wahrscheinlich gleich in den Generator machen. Ja, der ist leer. So. Den Hasen können wir auf jeden Fall snacken. Die Hühner hatten wir ja schon geschlachtet. Dann der Hase hier mit rein. Wir gucken mal fix nach der Werkbank. Gut, Elektroteile und Bretter. Bretter haben wir noch 4 Stück. So, das sollte reichen. Denn wir wollen ja auch noch ein bisschen Holz für hier haben. So. Genau. Dann müssen wir uns 2 Stücken Hühnerfleisch auf jeden Fall auch noch aus dem Kühlschrank holen. Aber das ist ja kein Ding. Ein Wolfsteak haben wir auf jeden Fall auch noch drin. Und Leber. Aber die Leber essen wir erstmal nicht. 2 Wolfsteaks sogar. Wir nehmen uns mal 2 Stücken Hühnerbrust. So, und dann können wir uns hier die Elektroteile rausnehmen. Die werden wir brauchen. Und Bretter haben wir ja am Start, ne? Genau, die 3 Bretter noch. Und dann müssen wir uns noch ein bisschen Masse machen. Wie viel haben wir? Wie viel Masse? 89, naja. Das kriegen wir doch hin, glaube ich. Ach Quatsch, ich wollte Ofen machen. So. Ah, wir haben wieder 2 Tomatensamen. Das ist auch gut. Und hier, ne? Baumwolle. Ne, Heilkräuter ist das. Heilkräuter. Aber das ist auch nicht schlecht. Können wir uns natürlich auch Kraftstoff draus machen, ne? So. Gut. Könnte sogar noch eine Hühnerbrust dran, aber das machen wir vielleicht zum Frühstück. Okay. Wollte den Kraftstoff hier rausholen. Wir haben gerade gar keinen Platz, dann müssen wir die Flaschen erstmal ablegen. Nehmen uns hier gleich ein Healpack raus, das legen wir uns gleich wieder hier rein. So, und die 3 Flaschen behalten wir uns erstmal. Weg, weg und weg, weg, weg und weg und weg. So. Gut, eigentlich können wir die Pump nachladen, da können wir uns die gleich wieder einstecken. Und hier haben wir Waffenteile, da haben wir jetzt 10 Stück. So, 120 Masse brauchen wir. Gut, wie viel bekommen wir hier davon? 40,8, das reicht auf jeden Fall. Ja komm, ne, wir hängen uns ein paar Sticks auf. Und das reicht nicht ganz. Wir halbieren die nochmal.
dann sollte es eigentlich reichen, ne? 120, glaube ich. So. Jawohl. Werkbank herstellen. Let's go. Sehr nice. Dann können wir eigentlich den die Raffinerie mal wieder anmachen, damit wir ein paar Eisensplitter bekommen. Genau, und die kommen hier rein. So. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dann wollte ich den Biokraftstoff hier rausnehmen. Hier gleich noch was mit rein. Den Rest lagern wir hier drinne. Dann haben wir jetzt 30 Stück auf Lager. Heilkräuter auch schon ganz paar. So, aus den Sticks will ich mir natürlich auch ein paar Pfeile machen. Gut. 4, 8, ja, das reicht erstmal. Genau. Dann kommen die Nägel hier rein, die Elektroteile wieder rein. Metallschrott rein. Zwei Bretter brauchen wir auch nicht mitschleppen. Gut. Wegen den Tomatensamen gucken wir dann mal. Es müssten eigentlich zwei Pflanzen wieder reif sein. So. Gut. Dann nehmen wir uns gleich die Asche mit aus dem Kühlschrank. Aus dem Kühlschrank, aus dem Ofen. Das ist ein Ofen. Ja, die zwei vorderen Tomaten sind reif und die eine und die anderen zwei hier auch, ne? Neben der Baumwolle. Sehr gut. So, dann machen wir die zwei Samen gleich mal hier rein. Dann machen wir uns gleich noch zwei Samen. Die kommen ja auch noch mit rein. Sehr gut. Ja, ein bisschen Asche könnte noch rein, aber es ist ja erstmal welche drin, ne? Das reicht. So. Dann legen wir uns die Tomaten erstmal in den Kühlschrank. Wir gucken mal. Die zwei könnten wir essen hier, wa? Ja. Ah, na gut. Dann essen wir hier zwei. Die Samen sind ja auch nicht verkehrt. Wir machen uns ja dann bald das nächste Beet. Wie viel kostet das? 100 Masse. Gut, da warten wir jetzt, bis die 100 Masse voll ist. Und den Strom, den lassen wir erstmal so bis 1000, ne? Hochgenerieren. Oder, nee, bis 500 generiert er sich hoch, ne? Ja, ich glaube schon. 99,9%. Legen wir die Samen erstmal wieder hier rein. Die kommen hier dazu. Da haben wir schon mal 10 Heilkräuter. Baumwolle haben wir auch 9 Stück. Gut. Und wir gehen in den Feierabend, Leute. Den Rest räume ich dann zwischen den Folgen aus, ne? So, die Werkbank wollten wir uns noch machen. Da ist das gute Stück und die möchte ich gerne hier... Ich werde die Kiste mal ein Stück wegstellen. Ich möchte die Werkbank nämlich gerne vor das Fenster stellen. Ne? So, mit Ende. Zack. Und dann können wir die gleich erstmal unter die Werkbank stellen, ne? So.
Okay, das sollte passen. Zack, da steht sie. So, dann stellen wir die Kiste wieder. Hä? Warum? Okay, jetzt stellen wir die Kiste da runter. Zack. Einwandfrei. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, dann lasst mir gerne ein Like da. Kommentiert gerne, abonniert gerne. Und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn ich ein neues Video online stelle, dann aktiviert noch das Glöckchen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt mir gesund. Bis dahin. Ciao. Euer Jens.